was typisches Bayerisches. Wir möchten keine dazu zwingen, wenn sie Auto fahren muss, dass er Bier trinkt. Das machen wir nicht. Aber sie haben gesagt, sie würden sich alle fünf bereit erklären, wenn euch das recht ist. Sie würden gerne unsere Tradition, die Schmalzler, was ist das? Muss ich einmal ein paar erklären. Wo wir herkommen, wurde vor vielen, vielen Jahren der Schnupftabak erfunden. Und deswegen ist auch unser Name Schmalzler. Viele meinen ja, das ist ein Schmalz oder sonst was. Schmalzler, natürlich, der Name kommt eigentlich vom Schmalz, weil der wurde ja früher mit der Hand gerieben und da brauchte man ein guter Schmalz, Tabakblätter, verschiedene Öle, damit man einen guten Schnupftabak zusammenbekommen hat. Und jetzt haben die Mädels gesagt, sie haben kein Problem, sie würden einmal mit mir vor euch schnupfen. Wollt ihr das sehen? Was Bayerisches, jawohl. Dann würde ich sagen, stellt einmal eure Dinger auf den Boden, ja, sodass man es noch lesen kann, genau, perfekt. Und ich beginne wieder mit der Startnummer 1, ne? Also, ich mache nicht zu viel auf, also, ich mache euch das mal vor. Könntest du das Mikro mal halten für mich, Scher? So, jetzt pass auf, Scher. Ich mache das, das braucht ihr gar nicht selber machen, ich mache ein bisschen was drauf. Ein bisschen was drauf, nicht so viel wie bei mir, weil ich kenne ja das, ne? Ab und zu bei Musikspielen bin ich süchtig danach und dann schnupft man das einfach so. Geht ganz einfach, das ist es drum und dann, wenn ein bisschen was daneben fällt, ist es auch nicht so schlimm. Ne? Zumindest bei euch nicht so schlimm. Wir machen hier keinen Schnupftabakwettbewerb. Ja, also die früheren Volksfestköniginnen von Pfaffenhofer, die schauen schon ganz verzweifelt. Ihr braucht Zeit, nicht schnupfen, keine Angst, gell? Keine Angst. So, jetzt. Machen wir eine kleine Brise. Also, noch, miteinander machen wir das, gell? So, zwei, drei, unsere Startnummer 4. So, und die Startnummer 5. Und dann, oh, aufkommen, Moment, nein, bei der hat jetzt leider zu viel draufgebracht. Das kann ich dir nicht antun. Okay? Moment, ich muss ein bisschen entsorgen. Ja, beides kann ich oben. Das können wir jetzt nicht machen. Nein. Ich habe einen ganzen Haufen drum gehabt, gell? Okay? Nicht, dass du da süchtig wirst auf das Zeug dann zum Schluss. Ja, das wollen wir nicht. So, jetzt. So, und jetzt, ich gehe jetzt auf die andere Seite. Und dann auf drei würde ich sagen, lassen wir die fünf Mädels schnupfen. Auf geht's. Eins, zwei, drei. Muss keine niesen. Startnummer 3 hat gesagt, noch nicht. Das kann man kennen vielleicht, gell? Ja, also, wenn ihr euch geschmeckt habt, ich gebe euch später gerne Dosen mit, gell? Aber das müsst dann ihr entscheiden. Aber bevor wir es jetzt von der Bühne lassen, hat der Rainer gerade natürlich ein Bier, damit wir mit euch anstoßen können. Das gehört ja auf alle Fälle dazu, gell? Das gehört auf alle Fälle dazu. So, jetzt würde ich sagen, jetzt ziehen wir alle unser Glas und wir trinken alle zusammen mit unseren fünf Anwärterinnen von Startnummer 1 bis 5. Ein Prosit, auf geht's alle gemeinsam. Die Krüge! Oh, die Krüge! Die Krüge! Auf geht's! Ein Prosit, ein Prosit, der Glücklichkeit. Ein Prosit, ein Prosit, der Glücklichkeit. Prost, Lust zum Schmecken.